So, und dann würde ich jetzt tatsächlich ganz gerne ein bisschen Zeit darauf verwenden, noch ein Experiment zu machen, was beim letzten Mal nicht funktioniert hat. Und zwar, ich kann ja gerne mal meine Kamera hier schon mal kurz anmachen. Und das Kamerafensterchen vielleicht noch ein bisschen größer ziehen. Also, ich habe wieder mein USB-Oszilloskop dabei und das, was beim letzten Mal mir gefehlt hat, ist hier so ein Differenztastkopf, mit dem ich eben Spannung differenziell messen kann. Den habe ich jetzt hier. Der ist batteriebetrieben. Ich habe zum Glück auch Batterien drin, wie man sieht. Wenn man den anschaltet, geht eine Lampe an. Den habe ich mir gebraucht bei eBay gekauft. Leider war dann die Batteriekontakte ein bisschen vergammelt, weil mal irgendjemand eine Batterie drin vergessen hat, die dann ausgelaufen ist. Wie das immer so ist. So, und was ich gern messen würde, ist solche Brückenschaltung hier. Also vor 2 Wochen, 3 Wochen, als ich mal das Experiment gezeigt habe, haben wir uns verschiedene Filterschaltungen angeschaut. Ja, das Verhalten von denen, Tiefpass, Hochpass. Und das ist jetzt kein Filter so im klassischen Sinne, aber trotzdem eine Schaltung, die ein gewisses frequenzabhängiges Verhalten zeigt. Und was man hier sieht, ich brauche meinen Stift dazu zum Zeigen. Also hier sind zwei Widerstände übereinander. Hier ist ein Widerstand und eine Kapazität. Die Widerstände sollten alle 1 Kiloohm sein und die Kapazität sollten 100 Nanofarad sein. Also wenn man da ganz genau drauf schaut, ich weiß nicht, ob man die Farben erkennen kann, braun, schwarz, rot. Braun, nee, schwarz-braun, rot, braun, schwarz, rot. Ich glaube, ne, braun ist eine 1, schwarz ist eine 0, rot ist 0, 0 und dann kommt 1, 0, 0, kommen 1000 raus. Kurzer Blick auf meine Spicktabelle hier. Nee, es muss schwarz-braun-rot sein. Ist es denn schwarz-braun-rot? Ja, doch, man muss von der anderen Seite, glaube ich, anfangen zu gucken. Nee, hier ist. Ah, nee, Quatsch. Braun ist das. Mit Braun fängt es an. Also, Braun ist eine 1, Schwarz ist eine 0, Rot ist sozusagen 2 Nullen. Oder ein Faktor 100 und dann kommt das so hin. So, mache ich mal das Kamerafensterchen kurz weg. Und suche mal mein Zeichenprogramm raus. Open Board. Und starte das mal so in den Modus, dass ich, nee, ich lasse das einfach hier so. Und versuchen mal jetzt kurz zu zeichnen, wie diese Schaltung aussieht. Und dann können wir uns kurz versuchen, das Verhalten zu überlegen. Also ich habe hier einen Widerstand. Und ich habe noch einen Widerstand in Reihe. Und auf der anderen Seite der Brückenschaltung habe ich auch einen Widerstand, der ist genauso groß. Und dann habe ich eine Kapazität. Und die sind auch in Reihe geschaltet. Und nachher werde ich das oben und unten verbinden und oben und unten verbinden. Und werde hier vorne eine Quelle anschließen, die das mit einer festen Spannung, Quellspannung speist. Und die wird natürlich sinusförmig sein, ne? Es wird eine Wechselspannung sein. So, und wo ich nachher messen will, was praktisch der Ausgang meiner Schaltung ist, ist diese Querspannung über die Brücke. Die will ich nachher messen. Das ist die Brückenspannung. Das hier vorne nenne ich Quellspannung. Das ist ein Widerstand R, R. Das ist das gleiche R und das ist ein C. Ne, die R sind alle 1 Kiloohm und das C sollten 100 Nanofarad sein. So, und jetzt ist die Frage, wie verhält sich diese Brückenspannung in Abhängigkeit von der Frequenz? Das ist jetzt das, was uns interessiert. So, wie könnten wir das jetzt analysieren auf einfache Art und Weise? Was für Methoden würden euch so einfallen? Genau, also wir wollen jetzt diese Spannung hier rausbekommen. Ja, also gesucht ist, wie verhält sich diese Brückenspannung UBR
in Abhängigkeit von der Frequenz. Und wie gesagt, hier vorne die Quellspannung ist konstant, also keine Gleichspannung, aber die ist von der Amplitude her konstant. Da kann ich eben die Frequenz nachher durchsweepen mit meinem Oszilloskop. Die Widerstände sind alle drei gleich groß und diese Kapazität hat eben auch einen bestimmten Wert. So, ruft mal irgendwas rein, was man machen könnte, um das zu analysieren. Womit haben wir uns in diesem Semester bisher so schön beschäftigt? Also wonach sieht das hier vorne aus? Zwei Widerstände, die in Reihe geschaltet sind, an denen eine Gesamtspannung anliegt. Spannungsteiler. Ja. Also wir könnten, wenn wir das jetzt rechnen wollen würden, könnten wir sagen, hier vorne könnten wir einen Spannungsteil uns denken, hinten können wir einen Spannungsteil uns denken, können zum Beispiel die Teilspannung hier unten ausrechnen, diese hier, und die Teilspannung hinten ausrechnen. Dann könnten wir hier unten so einen Maschensatz hinschreiben und können die Differenz von den beiden Spannungen bilden, und das sollte genau unsere Brückenspannung sein. So, das wäre eine Variante, das zu rechnen, durch Formeln hinzuschreiben. Gibt es noch eine andere Variante, irgendwie das Verhalten dieser Schaltung zu analysieren, die vielleicht ohne Rechnen auskommt? Ja, messen, das will ich ja im Nachgang machen, aber ich meine, wer viel misst, ist nicht immer nicht verkehrt, wenn man vorher so eine kleine Idee hat, was da rauskommen sollte in der Messung. Zeigerbild, ja, also wir können Zeigerbild zeichnen, und wir können im Prinzip, wenn wir wollen, sowas wie so eine Ortskurve zeichnen. So, und jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier verschiedene Farben benutzen kann, oder ich bleibe mal bei Schwarz. Ich zeichne jetzt mal ein Zeigerbild für die Spannung, und ich zeichne mal die Spannung über der Quelle hier so in diese Richtung ein. Das soll UQ sein. So, und dann kann ich auch mal in Rot und nochmal in Rot diese beiden Spannungen hier einzeichnen. Wo und wie sollten die jetzt in meinem Zeigerbild liegen? Genau, also die sollten beide zusammen genauso lang wie UQ sein und sollten genau drauf liegen. Und wenn die beiden Widerstände gleich groß sind, genau, dann sollten die das UQ hier genau in der Mitte teilen. Ne? Also wenn ich einmal hier ungefähr sage, das ist die Hälfte, dann ist das einmal die Spannung über dem Widerstand und das ist die zweite Spannung über dem zweiten Widerstand. Die beiden roten Spannungen zusammen ergeben wir zusammen UQ und teilen das UQ genau auf der Hälfte. So, und jetzt ist natürlich die weitere spannende Frage, was passiert hier drüben? Hier habe ich eine blaue Spannung, wenn ich das richtig sehe, ja. Eine blaue Spannung für den Widerstand und eine grüne Spannung hier für die Kapazität. So, was gilt für diese beiden Spannungen? Die sollten zusammen auch wieder UQ ergeben, weil das ist ja mein Maschensatz. Ja, also die beiden zusammen sollten auch wieder UQ ergeben. Okay, und was sollte sonst noch für diese beiden Spannungen gelten oder für diese beiden Spannungspfeile, für die Zeiger dieser Spannung? Also durch die beiden Elemente fließt ja der gleiche Strom, richtig? Weil die in Reihe geschaltet sind. So, wenn ich so eine kleine Nebenskizze mache und sage, ich nehme mal Gelb noch als letzte Farbe. Gelb sieht man aber praktisch, ja doch, auf dem Beamer sieht man es ganz gut, auf meinem Monitor sieht man es kaum. Also ich mache mal in Gelb den Strom, der da fließt, hier diesen Strom IRC. Das ist IRC. So, in welche Richtung zeigt dann die Spannung über dem Widerstand? Warum um alles in der Welt sollte die Spannung über dem Widerstand um 90 Grad nach oben zeigen? Genau, also jetzt ist die Frage, wie kann ich hier rückgängig? Rückgängig geht hier. So, also was gilt denn an dem Widerstand? An dem Widerstand gilt U ist R mal I
da ist überhaupt gar kein J, nichts Komplexes drin. Also heißt das? Die zeigen in dieselbe Richtung, die sind einfach parallel. So, genau. Also das soll jetzt parallel sein, ist nicht so ganz. Das ist UR. So, und jetzt brauche ich noch in grün UC. In welche Richtung zeigt UC? Ja, wäre so ein Lucky Guess. Also ich schreibe mal die Formel hin. UC können wir ja ausrechnen an der Stelle durch ZC mal I und ZC ist 1 durch J Omega C mal I. So, und 1 durch J ist minus J, sollte nach unten zeigen, richtig? Also die Spannung über der Kapazität sollte nach unten zeigen. Und wenn ich die beide aneinander addieren will, kann ich hier das UC nochmal hinpacken oder ich kann mir das UR auch in die Richtung hier nochmal randenken. Und dann sollten die beide zusammen wieder die Quellspannung ergeben. Die zeichne ich jetzt hier mal so diagonal ein. Das ist wieder UQ. Und der entscheidende Punkt ist aber, dass diese beiden Spannungen eben senkrecht aufeinander stehen und dass die Spannung an der Kapazität, ne, also wie sagt der Merkspruch, an Induktivitäten Ströme sich verspäten. Jetzt kann man da Dualprinzip nutzen und sagen, okay, an Kapazitäten Spannungen sich verspäten. Ja, der Strom und die Spannung an dem Widerstand, die kommen schon um 3 Uhr und die Spannung an der Kapazität kommt erst um 6 Uhr. Die ist ein bisschen late to the party, wie man sagen würde. Übrigens, morgen Fight Night, 17 Uhr, Speicher B, ich stehe am Grill. Zusammen mit meinem netten Kollegen Thomas Schallschmidt und ich glaube Daniel. Das wird sehr lustig. So, also Spannung zeigt nach unten, die sind um 90 Grad Phasen verschoben und zusammen ergeben die wieder die Quellspannung, zusammen müssen die wieder das hier oben ergeben. Ich muss mir jetzt dieses Bild nehmen, muss das sozusagen so ein bisschen drehen und muss das da oben reinskalieren, dass das da reinpasst. So, und jetzt kann ich mir noch überlegen, was passiert denn, wenn ich jetzt hier auch auf diese Gleichung schaue, was passiert denn für tiefe Frequenzen, wenn ich da jetzt eine kleine Frequenz einsetze? Oder ich zeichne es erstmal so ein, wie es jetzt ist. Ich meine, hier in dem Fall waren ja die beiden Spannungen ungefähr gleich lang. Wenn ich das jetzt so einzeichne, ungefähr gleich lange Spannung, müsste ich so hier oben landen für den 90-Grad-Winkel. Dann ist das die Spannung UR. Und ich schreibe jetzt das nicht dran, sonst wird das zu voll. Und das ist die Spannung UC. Ja, und die beiden zusammen ergeben wieder UQ und hier oben gibt es einen 90-Grad-Winkel. So, das wäre jetzt so, ich sag mal, für mittlere Frequenzen. Was passiert jetzt, wenn ich die Frequenz kleiner mache? Was passiert mit der Impedanz, wenn ich die Frequenz, die Kreisfrequenz kleiner mache? 1 durch was Kleines wird was Großes. Ja, bei kleinen Frequenzen hat die Kapazität eine große Impedanz. Und das heißt, da fällt mehr Spannung ab. Also bei kleinen Frequenzen habe ich mehr Spannungsabfall hier, weniger Spannungsabfall über den Widerstand, weil die Gesamtspannung muss ja irgendwie gleich bleiben. Also bei kleinen Frequenzen wird das so aussehen, wenig Spannung über dem Widerstand und demgegenüber viel mehr Spannung über der Kapazität. Ich habe jetzt, glaube ich, das fast ein bisschen hochgezeichnet, aber egal. So, beide zusammen müssen die wieder UQ ergeben. Hier oben ist ein rechter Winkel. So, wenn ich jetzt zu hohen Frequenzen gehe, was passiert dann? Genau das Umgekehrte, ja, 1 durch was Großes wird klein, bei hohen Frequenzen wird die Kapazität wie so ein Kurzschluss sein und die wird immer leitfähiger, immer niederimpedanter und das heißt, dann habe ich mehr Spannung über dem Widerstand, ja, große Spannung über dem Widerstand und nur eine kleine Spannung über der Kapazität. Zusammen ergeben die wieder UQ, hier ist ein rechter Winkel. So, und wenn ich das jetzt mal noch für viele andere Fälle einzeichnen würde und immer diese Punkte hier verbinde, ja, da wo sich diese beiden Zeiger treffen, was für eine Form würde sich dann ergeben? Das ist jetzt keine elektrotechnische Frage, sondern es ist eher so eine Geometriefrage.
ein Kreis oder ein Halbkreis, ja? Nämlich ein Kreisel zu zeichnen ist immer schwer, ein Halbkreis, der ungefähr so aussieht. So, und dieser Kreis hat auch, oder dieser Halbkreis hat auch einen bestimmten Namen. Weiß jemand, wie der heißt? Weiß jemand, wie dieser Kreis heißt oder der Halbkreis heißt oder der zugehörige Satz aus der Geometrie heißt? Genau, das ist der Thaleskreis und das ist der Satz des Thales. Und der Satz des Thales sagt, immer alle Winkel unter so einem Halbkreis sind rechte Winkel. Und wir brauchen ja rechte Winkel wegen der 90-Grad-Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom am Kondensator. So, also das ist der Thaleskreis. Und diese Brücke hier, diese Brückenschaltung hat auch einen bestimmten Namen, die heißt Hausratbrücke, nach einem Herrn Hausrat benannt, der vor, keine Ahnung, ungefähr 100 Jahren, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, sich damit beschäftigt hat. Der war Eisenbahningenieur und der hat das erste Mal um diese Schaltung beschrieben. So, und jetzt ist die letzte Frage, das zeichne ich wieder in Gelb ein. Auch wenn man Gelb nicht so gut sieht. Ne, machen wir noch eine andere Farbe. Nehme ich wieder. Ne, ich nehme Gelb. So, jetzt ist die Frage, wo finde ich denn jetzt diese Brückenspannung? Wo finde ich die in meinem Zeigerbild? Wo findet man die Brückenspannung im Zeigerbild? Genau, also zwischen dem Punkt hier unten und dann immer diesen Punkten nach oben. Also Brückenspannung könnte in die Richtung zeigen oder könnte eben in die Richtung zeigen, könnte hier hoch in diese Richtung zeigen oder könnte in diese Richtung zeigen. So, und also wir haben ja gesagt, in die Richtung, ne, wird die Frequenz größer. Also hier habe ich die Brückenspannung bei hohen Frequenzen, hier drüben habe ich die Brückenspannung bei niedrigen Frequenzen. So, und wenn wir jetzt mal zurückgehen, wie änderten sich jetzt nur die Brückenspannung in Abhängigkeit von der Frequenz in dieser Schaltung? Und diese Brückenspannung ist ja ein komplexer Zeiger, eine komplexe Größe. Die kann ich darstellen als Real- und Imaginärteil oder ich kann die auch darstellen als Betrag und Phasenwinkel. Und wenn ich jetzt mal vielleicht auf Betrag und Phasenwinkel gucke, also wie groß ist der Betrag und wie groß ist, ich schreibe mal hin, e hoch j phi, wie groß ist der Phasenwinkel phi von dieser Brückenspannung? Und Betrag meint Länge dieses Zeigers. So, wie groß ist die Länge dieses Zeigers, des gelben Zeigers? Die ist konstant, ändert sich nicht und die ist genau Hälfte der Quellspannung. Ja, weil die Quellspannung ist ja der Durchmesser des Kreises. Die Brückenspannung ist der Radius. Radius ist die Hälfte vom Durchmesser. Also der Betrag ist UQ halbe. So, und der Phasenwinkel sieht man, hier haben wir ja einen sehr kleinen Phasenwinkel und hier hinten wird der Phasenwinkel immer größer. Und der kleinste Phasenwinkel, den wir hinbekommen würden bei sehr hohen Frequenzen, wäre 0 Grad. Den größten Phasenwinkel, den wir hinbekommen bei sehr großen Frequenzen, wäre 180 Grad. Und wenn wir jetzt sozusagen sagen, also für wachsende Frequenz, ne, würde sich der Phasenwinkel eben ändern von 180 Grad bis 0 Grad. Das sollte da ungefähr so rauskommen. So, und jetzt ist, tja, vielleicht noch die allerletzte Frage, die man jetzt so klären kann. Bei welcher Frequenz hätten wir denn genau 90 Grad Phasenwinkel? Also phi gleich 90 Grad. Bei welcher Frequenz würde das auftauchen? Oder bei welcher Kreisfrequenz? Welche Bedingung sollte da gelten? Also wenn ich genau 90 Grad Phasenverschiebung haben möchte zwischen der Brückenspannung und der Quellspannung, wenn die Brückenspannung um 90 Grad voreilt, was muss dann für die anderen Spannungen gelten oder was muss dann dementsprechend für die Impedanzen gelten?
Genau, da müssen die Impedanzen, diese hier, die Spannung über dem Widerstand und die Spannung über der Kapazität, die müssen gleich groß sein vom Betrag her. Und das heißt, die Impedanzen müssen auch gleich groß sein. Das heißt, also wenn das so ist, muss gelten, R ist 1 durch Omega C. Wenn ich das mal nach Omega umstelle, steht da, Omega ist 1 durch RC. Und daraus kann ich natürlich auch eine Frequenz ausrechnen. So, und das kann ich jetzt mal noch einmal ganz kurz in Octave machen als schlaue Variante, schlanke Variante für die Zahlenrechnung. Meine Maus ist zwischendurch schon eingeschlafen vor lauter Langeweile. So, und ich habe gesagt, der Widerstand, das sind 1 Kiloohm, 1E3, die Kapazität sollten 100 Nanofarad sein, 100 E hoch minus 9 oder E minus 9, 10 hoch minus 9. So, und dann kann ich rechnen, Omega, also die Frequenz, bei der ich 90 Grad habe, ne, sollte sein 1 durch R durch C. Und dann kann ich daraus auch die Frequenz ausrechnen, bei der ich 90 Grad habe, indem ich das Omega nehme und durch 2 und durch Pi teile. Und dann sind das 1,6 Kilohertz. Ja, also bei 1,6 Kilohertz sollten wir irgendwie 90 Grad haben. Das sollte da jetzt passieren. So, und das können wir jetzt mal im Experiment ausprobieren. Da ist wieder meine Kamera, die mache ich jetzt mal ganz groß. Und stell mal die Schaltung hin. So, also hier ist die Schaltung, die zwei Widerstände, Widerstand, Kondensator. Jetzt brauche ich noch ein paar Käbelchen, mit denen ich das oben und unten jeweils verbinden kann. Na, also die Verbindung an der oberen Seite und eine Verbindung an der unteren Seite dieser Schaltung. So, nicht unbedingt hübsch, aber jetzt sind die da miteinander verbunden. So, dann brauche ich mein Oszilloskop. Und ich brauche vor allem erstmal ein Kabel für die Quelle. Das schließe ich hier an diesen Ausgang, der da AWG heißt, Arbitrary Waveform Generator. Das ist mein Signalausgang. So, und dann gilt die alte Regel, Schwarz ist Rot und Plus ist Minus. Also Rot ist hier meine Quellspannung. Die muss ich hier oben mit an die Schiene anschließen und die Masse schließe ich hier unten mit an. Ja, jetzt habe ich sozusagen die Quellspannung angeschlossen in dieser Schaltung. Sollte alles so richtig verdrahtet sein. Sieht ganz gut aus. So, und jetzt brauche ich noch einen Tastkopf, mit dem ich nochmal die Gesamtspannung messe. Dafür nehme ich jetzt hier diesen mit dem gelben Anschluss. Und da kann man hier sehen, der ist auch auf einen Faktor 1 zu 10 eingestellt. Den schließe ich jetzt an Kanal A an. Die Masse hier lasse ich weg, die brauche ich nicht. Aber ich schließe das hier oben an den Widerstand zum Beispiel mit an. Damit messe ich jetzt die Gesamtspannung. So, und jetzt kommt dieses weitere tolle Gerät hier zum Tragen. Das hier ist ein bisschen rüberrücken. Also, das ist jetzt so ein Differenztastkopf. Kann man hier oben lesen, Differential Probe. Also damit kann man, das ist der Vorteil, damit kann man Spannung messen ohne Masse. Ja, also hier sind sozusagen zwei Anschlüsse dran, die beide differenziell sind. Und das kriege ich sonst eigentlich nicht so richtig hin. Dann bräuchte ich einen Scope mit noch mehr Anschlüssen, damit das irgendwie funktioniert. So, und hier kann man auch einen Faktor oder einen Teiler 1 zu 10 einstellen. Ich muss das anschalten, das Ding, damit das, also das hat einen Verstärker drin, damit das funktioniert. So, und jetzt, also ist das Rot ist Plus. Schwarz ist Minus auch an dem Teil. So, und wenn ich jetzt auf meine Schaltung gucke, ja, ich will ja die Spannung hier in diese Richtung messen. Also hier muss ich Plus anschließen, hier muss ich Minus anschließen, wenn ich das jetzt so rum mache in der Schaltung. So, hier sind auch so schöne Haken dran.
Also schließe ich hier irgendwo Plus an und mit dem anderen Kabel auf der anderen Seite hier drüben Minus. So, und dann ist das Kabel hier etwas starrer, aber immerhin lang genug, dass ich hier einmal so ringsrum komme und das an meinen Eingang B anschließe von dem Oszilloskop. Jetzt hängt die Schaltung hier so ein bisschen in der Luft, aber ist egal. So, hier sollte noch alles hoffentlich gut miteinander verdrahtet sein. Also richtig gefällt mir das nicht. Ich mache mal das eine Kabel noch mal ringsrum. So. Also da ist die Schaltung, da ist die Quelle, da ist das Scope, da ist alles da. Jetzt brauchen wir noch, Geräte funktionieren allgemein besser, wenn man sie einschaltet, sagt die alte Elektrotechniker in Regel. Jetzt brauchen wir noch ein USB-Kabel. Jetzt muss ich meine Maus rausziehen, jetzt macht es einmal Bing Bing und steckt das Scope rein. Jetzt macht nochmal Bing Bing. Und jetzt brauchen wir die zugehörige Software. Und die nennt sich Frequency Response Analyzer for Picoscope. Die habe ich ja auch schon ein paar Mal benutzt. Die findet jetzt im Idealfall auch nochmal dieses Scope. Lädt das. So, und jetzt können wir gucken. Also wir können hier einen Kanal A einstellen mit 10-facher Dämpfung, was da auch eingestellt ist. Und am Kanal B, das ist der Differenztastkopf, haben wir auch einen Faktor 10. Und wir nehmen 1 Volt als Amplitude, nehmen mal als Startfrequenz zum Beispiel die 100 Hertz. Ja, wir könnten auch ein bisschen weniger einstellen, können wir gleich mal machen. Und als Stoppfrequenz vielleicht eben 100 Kilohertz. Also bei 1,6 Kilohertz haben wir ja ausgerechnet, da sollten irgendwie 90 Grad sein. So, und wenn ich jetzt mal 20 Schritte pro Dekade, ist bestimmt ganz gut. Wenn ich jetzt mal Go drücke, dann sollte das anfangen, was zu machen. So, und letztendlich sollte sich jetzt an dem Phasenwinkel gar nicht so viel ändern. Ja, da sieht man, das ist eine ziemlich verrauschte Kurve. Also das schwankt ganz klein im dB-Bereich. Das liegt jetzt an der Skalierung, dass man da eben Änderungen sieht. Aber man sieht auf jeden Fall, dass der Phasenwinkel von eben ja, so knapp 180 Grad geht auf, hier hinten wären irgendwo 0 Grad und hier sind 1 Kilohertz, hier sind 2 Kilohertz, also irgendwo so um die 2 Kilohertz rum, da habe ich auch die 90 Grad. Das ist auf der, also es ist eine, ja sagen wir mal, recht abenteuerliche Achsenskalierung hier, recht ungewöhnlich, unkonventionell würde man sagen, ja. Aber passt an sich schon irgendwie ganz gut. So, ich mache da mal kurz einen Screenshot von und speichere mal das Diagramm auch einmal ab und den Datensatz und dann mache ich die Messung einfach nochmal, wenn das gerade schon mal aufgebaut ist, so Save Plot S Hausrat und mache mal nochmal Export Data S Datensatz Hausrat und dann mache ich das mal nochmal mit von 10 Hertz an und vielleicht mal 50 Schritte pro Dekade und klick mal nochmal auf Go und jetzt sollte das einfach ein bisschen länger dauern und letztendlich nochmal genau die gleiche Kurve erzeugen. Ja, so und jetzt ist so ein bisschen die Frage, also jetzt sehen wir, was diese Schaltung da macht. Wofür kann man die nutzen? Wofür nutzt man solche Schaltungen dann? Also, weil, das habe ich ja schon im Vorfeld gesagt, ein Filter ist das ja jetzt nicht. Ja? Also der filtert ja nichts. Es ist ja nicht so, dass irgendwie tiefe Frequenzen durch die Schaltung durchkommen und hohe Frequenzen gedämpft werden oder andersrum, sondern der Betrag der Ausgangsspannung ist ja unabhängig von der Frequenz. Das Einzige, was sich ändert, ist der Phasenwinkel. Ja? Also ist das eine Schaltung, so eine Phasenschieberbrücke. Also die macht nichts anderes, als die Phase der Ausgangsspannung zu ändern. So, und ja, also ich meine, warum wir jetzt irgendwie
minus 26 dB rauskommen. Das ist irgendwie auch tatsächlich ganz witzig. Ich weiß nicht, beim letzten Mal kam der ja auch schon irgendwie mit minus 20 dB raus. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass irgendwas mit den Teilern da oben nicht stimmt. Also minus 6 dB macht Sinn oder ist in der Hinsicht sinnvoll, weil das wäre genau ein Faktor 1,5. Ja, aber irgendwie fehlen uns da noch 20 dB irgendwo. Aber hier sieht man, also Phasenverhalten sieht aus wie gemalt. Das Amplitudenverhalten ist eben jetzt so ein bisschen verrauscht, weil die Skalierung da so eigentlich viel zu fein ist für den Fall. Aber Amplitude bleibt konstant, Phase ändert sich eben von 180 Grad auf 0. Das ist eine Phasenschieberbrücke, das ist die Funktion dieser Schaltung. Man möchte aus einer Eingangsspannung eine phasenverschobene Ausgangsspannung erzeugen. Und das kann man eben mit solcher Schaltung machen. Und also die ändert sich jetzt hier in Abhängigkeit von der Frequenz. Man kann aber natürlich auch die Werte vom Kondensator und oder Widerstand auf der zweiten Seite ändern und einstellbar machen. Und dann kann man damit eben die Phase einstellen in dieser Schaltung. So, ich speichere das mal nochmal. Dann sieht das so aus. Okay, das so viel zum Experiment. Also wo die 20 dB herkommen, die uns hier irgendwie verloren gehen, die muss ich mal noch eruieren. Ich werde mal nachher einfach so einen Spannungsteiler messen und gucken, was da rauskommt. Da müssten ja eigentlich minus 6 dB rauskommen.